Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die Degusta-Box der November-Edition, hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir in die Box zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die monatlich erscheint, 15,99 Euro pro Box und pro Monat kostet. Und mit meinem Code Claudi bekommst du die erste Box für 9,99 Euro. Also 6 Euro günstiger. Wir haben hier 10 bis 15 Lebensmittel drin enthalten, die sowohl so ein bisschen basic sind, als auch mal so ganz krasse Neuheiten. Und ich bekomme sie in der Kooperation, um sie euch vorzustellen. Darf dann aber auch tatsächlich eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt, was wir hier drin haben, weil sie sehr schwer ist. Und ja, wollen wir mal reingucken? Ja, ne? Genau. Ich mag einfach die Degusta-Box. Du hast hier ein Geschmackserlebnis immer wieder. Du hast einfach mal irgendwie auch so was anderes mal mit dabei. Und mir macht es jedes Mal, jeden Monat aufs Neue Freude. Hier habe ich einmal den Flyer, wo die ganzen Produkte aufgeführt sind. Das heißt, wenn wir Alternativprodukte hier drin hätten, kann ich euch das sagen. Dann haben wir einen Pringles Flyer. Dann haben wir noch eine Packe unsere virtuelle Überraschungsbox aus und entdecke deine liebsten Leckereien. Black Friday hat bei Degusta-Box frühzeitig gestartet und der kommt mit unseren größten Rabatten des Jahres. Oh, da könnt ihr mal gucken, ob ihr da vielleicht irgendwie was Cooles bekommt zu Black Friday. Wow, und hier habe ich den ersten Blick in die Box und hier sind direkt schon so einige Produkte, die ich auf Anhieb erkenne, wo ich sage, Mensch, cool. Und da starten wir jetzt einfach mal. Pringles Original Super Deutschland Olé. Ich glaube, wir sind jetzt, ich weiß nicht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Seid ihr irgendwie hyped auf die WM aktuell? Seid ihr im Fußballfieber? Ich so gar nicht. Ich meine, gut, mein Fokus ist jetzt gerade auch ganz woanders, aber trotzdem ist es so, dass ja, irgendwie ist das Flair fehlt, das ne? Rudel gucken und so weiter kannst ja alle nicht machen, nicht nur wegen Corona, Coponi, sondern halt auch weil kalt und also dieses Open Air und so und irgendwie, weiß ich nicht, der Vibe fehlt. Schreibt mir aber das gerne mal in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall finde ich das super. Ich liebe Pringles. Ich habe tatsächlich noch eine Sweet Paprika bei mir stehen. Mein Freund hat gestern, glaube ich, seine Originalen leer gemacht. Dementsprechend freue ich mich, ne? Das ist so ein Basic-Produkt. Das hier ist ein Produkt, was einfach jetzt so, ja, September-technisch einfach, ach Quatsch, September, November, Schrägstrich bald Dezember-technisch passt. Und zwar von Diamant Zierschnee. Bleibt weiß auf Gebäck und Kuchen. Das sieht interessant aus. Ich würde jetzt sagen, das ist sowas wie Puderzucker einfach, oder? Zucker, Weizenstärke, pflanzliches Fett, ganz gehärtet, Raps. Aha, nee, das ist dann irgendwie was anderes. Aber interessant, das kann man dann so über Gebäck machen. Jetzt ist ja auch die Zeit des Backens und des Verzierens und des hübsch Aussehens. Finde ich auch wiederum ganz cool. Ja, doch. Dann haben wir Ricola hier drin. Eukalyptus-Kirsche, das hört sich sehr lecker an. Wohltuend, gut, ohne Zucker. Es ist jetzt auch wirklich die Erkältungszeit. Also auch das ist ein Produkt, was jetzt einfach passt. Gemütliche Wintermomente mit den Liebsten ist übrigens das Thema der Box. Das ist natürlich auch ein schönes Motto, ne? Beschwert man sich nicht. Also ich finde es cool, ich kann das jetzt nicht probieren. Bei den Pringles weiß ich, dass es cool ist, dass ich das mag. Bei dem Zierschnee ist es ein bisschen witzlos und ein Bonbon hier zu lutschen wäre jetzt auch ein bisschen unhöflich, weil ich euch einen vorschmatzen würde. Und das hier darf ich nicht, weil ich stille. Baileys Chocolate Truffle Bar with Baileys, also das finde ich lecker, hätte ich tatsächlich auch richtig Bock drauf. Problematisch, ich werde halt ja das nicht essen können. Ja, kann ich dann mal Besuch oder so geben. Besuch vor allem ist auch ein bisschen crazy, aber nee, finde ich tatsächlich auch ein schönes Produkt, kann man sich nicht beschweren. Bei den Pringles hätte man übrigens alternativ auch diese Sour Cream and Onion Geschichte mit dabei haben können, ne? Sehe ich gerade so aus dem Augenwinkel. Noch ein bisschen Nährstoff haben wir hier mit dabei. Oh, ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich nicht mehr stille und wenn ich wieder ein bisschen was trinken kann. Gerade so in der Weihnachtszeit, da hat man schon Bock drauf. Hier haben wir nämlich Pott Eierlikör mit echtem Überseerum aus Tradition, höchste Qualität. Das sind 16% Alkohol, 4 Zentiliter haben wir hier drin. Es ist cool, ne? Also schön Eierlikörchen, dann mit der Mutti schlürfen aus extra Eierlikörgläschen, die ich habe. Und oder über Eis oder so, es ist natürlich richtig cool, ne? Hm.
Ja, genau. Ja, habe ich tatsächlich Bock drauf. Hier komme ich jetzt mal zu etwas, was ich ziemlich witzig finde, dass wir es hier drin haben, weil eigentlich ist es ziemlich basic, aber irgendwie halt auch nicht. Das ist eigentlich schon basic, ne? Ich weiß gar nicht, war das, wer hatte das denn irgendwie mal in seinem Adventskalender drin? War das nicht Pamela Reif oder war das Sally von Sallys Tortenwelt? Ich glaube, ihr habt noch nie gesehen, dass ich in irgendeinem Video gähne, oder? Ja, man merkt, dass ich einen leichten Schlafmangel habe. Oh Gott, Leute, es tut mir leid, aber das lasse ich jetzt einfach mal eiskalt drin. Denn herzlich willkommen in der Realität. Mein Baby ist 10, 11 Tage alt. Wahnsinn. Okay. Sojola, natürlich mild, 100% pflanzlich aufs Brot zum Braten und Backen. Vegane Margarine ist das dann einfach, ne? Ein Streichfett steht hier hinten drauf. Jo, mein Freund und ich frühstücken jetzt auch in letzter Zeit wieder etwas häufiger, was einfach gut ist. Und dementsprechend freue ich mich drüber. Ja, gönnen wir uns das einfach mal. Dann habe ich hier eine Dose drin. Ja, wie geil. Mildessa Bio-Sauerkraut von Hengstenberg. Auch das ist, passt einfach. Cool aus deutschem Anbau. Nur Sauerkraut Nummer 1 Deutschland. Jo, finde ich großartig. Mm. Ich mag gerne Sauerkraut, ich mag auch gerne deftig. Und dann das hier mit so schönen Kassler dabei und oh, Kartoffelbrei mit dabei. Dann oh, so angebratene Zwiebeln da drüber. Und dann kommen wir zum coolsten des Ganzen, Apfelmus. Apfelmus gehört zu Sauerkraut wie Topf auf Deckel auf Topf. Mag ich einfach. Und Sauerkraut ist auch richtig gesund, ne? Wirklich, richtig gesund, enthält, glaube ich, recht viel Vitamin C auch. Dementsprechend passt es natürlich auch in die Erkältungszeit. Dann habe ich hier etwas. Cup Noodles. Soba, Wok-Style. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie mit drin. Ne? Ready in 3 Minuten. Und das ist einfach so eine 5-Minuten-Terrine quasi. Ne? Also du machst da einfach heißes Wasser drüber und hast dann mal eben schnell eine Mahlzeit. Das kann ich aktuell halt auch einfach ganz gut gebrauchen. Klar, mein Freund ist ein fleißiges Bienchen, der kocht auch immer wieder schön, dass Julius und ich dann auch gut versorgt sind und so. Also quasi ich versorgt und das dann weitergebe an den kleinen Mann. Aber mal so eine kleine Nudelsuppe auch abends oder so, ne? Warum eigentlich nicht? Und da hätte man auch noch drin haben können, also ich habe Klassik und man hätte alternativ auch noch Curry haben können. Ich finde es gut, dass ich Klassik habe. Jo, denn ich bin nicht so der Curry-Fan, muss ich gestehen, ne? Yo, 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 yo. Dann habe ich etwas Eingepacktes. Oh Mann. Leute, es ist hardcore, ne? Aber ja, der Schlaf, der Schlaf. Hm? Ah, meine Mama schreibt mir. Da muss ich doch gleich mal gucken. Man sollte immer seiner Mama antworten. Und immer, wenn Mamas anrufen, sollte man auch ans Telefon gehen. Das ist immer wichtig. Sagte sie, wo sie jetzt selber eine Mama ist. Wahrscheinlich, nein. Das ist generell so, finde ich, wichtig. Hier habe ich, oh, von Bon Maman. Ich dachte erst, es wäre tatsächlich eine Marmelade, aber nein, das ist eine Haselnuss- und Kakaocreme. Das ist ja interessant. Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Hat jemand von euch das schon mal probiert? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, das ist eine gute Alternative dann zu der klassischen Nutella, um das mal so zu sagen. Das wird ausprobiert. Finde ich gut. Einfach mal so Alternativprodukte, ne? Dann habe ich hier was zu trinken drin. Das kann ich doch jetzt probieren. Und zwar ist das Landparty Zitrone. Mmh, ein Bio-Teegetränk mit Zitrusgeschmack. Okay. Ja, ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, wie Zitronentee einfach, ne? Wie heißt hier Zitrone? Kennt man ja eigentlich. Aber ich finde es gut, wenn wir halt auch einfach mal so Getränke mit drin haben, ne? Beschwert man sich ja nicht. Prost. Mhm. Mmh. Oh, das schmeckt sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Mmh. Warum schmeckt das so lecker? Hat das sehr viel Zucker mit drin vielleicht? Mmh. Ich gucke einfach mal. Bei 100 Milliliter 8,5 Gramm Zucker, da weiß ich jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist. Schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also das ist, also ich hätte mir das bitterer vorgestellt, ne? Schmeckt echt angenehm, fruchtig, süß. Hm. Mir schmeckt das sehr gut. So. Dann habe ich hier noch was eingepackt in Diverses. Genau, das ist dann auch wieder Stoff.
Und zwar ein Fruchtsekko Wintermomente, Apfel und Zimt. Oha, passt definitiv. Ist nur ein bisschen Hardcore. Ne? 8% haben wir hier drin an Alkohol. Ja, also wir haben, irgendwann mal gab es bei der Degusta-Box die Möglichkeit halt auszuwählen, dass man die Variante ohne Alkohol möchte. Ich finde, dass wir dieses Mal, und jetzt kommen wir zum Fazit, recht viel alkoholische Produkte drin haben. Und zwar 3 Stück. Ne? Das ist ja einmal der Baileys, das Baileys Schoki gewesen, dann der Eierlikör und auch der Fruchtsekko. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen viel. Also wenn man mal ein alkoholisches Produkt drin hat, ist es in Ordnung, aber das ist mir jetzt ein bisschen viel, bin ich ehrlich. Also auch wenn wir eine Kooperation haben und so weiter, ne, aber da bin ich halt jetzt gerade auch einfach, weil ich damit nichts anfangen kann, ein bisschen, dass ich das schade finde, vor allem weil so ein Fruchtsekko ja auch gar nicht mal so günstig ist mit 4,49 €. Das heißt, ja, du hast hier einfach einen schönen Wert, der auch definitiv über dem liegt, was man ja dafür bezahlt für die Box. Aber trotzdem ist es dann schade, wenn dann hier das ein oder andere Produkt mit dabei ist, was man halt einfach nicht verwenden kann oder möchte halt auch, ne? Naja, das wäre jetzt tatsächlich mein Unboxing der Degusta-Box im Monat November gewesen. Ich finde aber an und für sich, dass die Produkte sehr gut zum Motto passen. Also, dass wir halt wirklich hier anfangen, Wintermomente aufzubauen, die kalte Jahreszeit genießen und einfach uns ein bisschen was Hüftgoldtechnisches geben, damit wir auch gut gewappnet durch den Winter kommen. Und also an und für sich definitiv eine schön gestaltete Box. Und auch die Produkte, die jetzt so recht basic-mäßig drin sind, passen natürlich auch total in die Zeit, sei es Sauerkraut oder halt auch Margarine. Schreibt mir aber gerne auch mal eure Meinung unten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!